Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer WTRP und wir haben mal jemanden, mal wieder den gleichen Gast wie in der letzten Folge dabei. Ja, da hätte Kevin 99 wieder am Start bei. Oh, ich muss erschrocken. Start bei Exo Zombies. So, wem? Was ist denn heute das Thema? Heute ist das Thema. Ja, ich bin auch so ein Trottel. Ich hab's gerade vergessen, ne? Ich wollte. Nee, okay. Call of Duty? So. Auf jeden Fall. AW? AW, ja, genau, danke. Heute ist das Thema die in Anführungszeichen Rezession von Call of Duty. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Bewertung. Ey, ja, natürlich bin ich da wieder, ey. Ich kotze. Du bist wieder. Was hast du mich hier? Ja? Aufbucken? Ja? Bist du? So, erstmal alle. So, erstmal Strom an. Noch ein paar andere. Ich hoffe, wir kommen diesmal will weiter. Als letztes Mal. Ja, und noch ein paar andere Themen wollte ich noch da hinzufügen. Ja, dann füg mal hinzu. Okay, mein neues Projekt. Boah! Was ich jetzt noch. Dann wäre, was ich vielleicht alleine spiele. Mal gucken. So, ja. Leute. Du bist ein ziemlich guter Schütze, alter Mann. Von 1 bis 10, ne? Also, die Punkte. Okay. Achso, ja, okay. Okay, fangen wir mal mit der Story an. Also, ich würde der Story eine 9 geben. Bist du 9? Ja. So hoch? Also ich fand die Story war gut, aber die war Blockbuster ganz schön, ne? Ja. Blockbuster mäßig, also wie so ein Film, eine Art Film. Und ja. Leute, was aber bei Call of Duty scheiße, entschuldige wenn ich schon unterbreche, ja, nee. Scheiße finde, dass jedes Mal die Amerikaner, nicht gegen Amis, aber trotzdem jedes Mal die Amerikaner, die gut sind oder Russen oder was weiß ich, böse sind, weißt du was ich meine? Mhm. Okay, diesmal ist es ein bisschen anders, kannst du nehmen. Bisschen anders, diesmal ist ja hier Atlas, aber ist ja auch eine amerikanische. Ja, ich weiß, was du meinst. Okay, also von der Story würde ich eine 8,5 geben. Okay. Ich wollte noch irgendwas sagen, aber jetzt setzt mir gerade wieder ein. Sledge, hier ist die Sledge, irgendwas mit Sledge. Sledgehammer? Ja, genau, Probiert mal das nächste Call of Duty zu verfilmen. Ich würde das pennen. Könnt ihr Penner mich kurz denken? Ja, läuft noch auf ProSieben her. Call of Duty. AW. 2. Jetzt. So 15. Ino? Ino. So, und wie findest du. Ach, scheiße! Wie findest du so die Grafik? Ein AW? Hat sich noch den. Alter! Ah, also, war auch nicht schlecht. Oder MW3, nehmen wir jetzt mal MW3. Dazu hat sich das schon verbessert. Ja, Katze. Ja. Es kommt jetzt drauf, das ist jetzt so. Wem? Ich habe ja auch MW3 gespielt. Wem hat er nicht so einen guten PC? Deswegen sieht das ein bisschen schlechter. Also ich muss sagen, auf jeden Fall ist auch die AW-Grafik ein bisschen psychisch besser als, also ist schon besser als, Modern Warfare, aber das Feeling. Im Überlebenskampf habe ich. Das ist ein Zombie, das ist wieder was anderes. Das finde ich cool, Zombie hier. Das finde ich wirklich cool. Aber im Überlebenskampf, also ich finde es nicht so toll hier bei AW. Da finde ich es bei Modern Warfare viel besser. Sind die Karten hier bei mir? Ich bin aber auch nicht so schlecht, weißt du was? Noch nicht nehmen. Nee. Hm, was sind die? Mir sind die Karten zu wenig irgendwie. Es gibt ja leider nur eine bis jetzt, aber. Hier, die? Ja, die, genau. Nein, das ist ja eigentlich generell gut gemacht. Munition. Weil da kannst du dich. Nimm! Kannst du dich auf eine Karte fokussieren, nicht gleich mal auf drei, weißt du? Ja, da kannst du ein bisschen lernen, ein bisschen wissen, wie die Karten funktionieren. Das haben sie schon gut gemacht, so. Ja. Also ich weiß nicht, wann das nächste Deal ist hier raus. Ich hab gar keine Information darüber. Scheiß Hunde, geht weg, ey. So. Und wie findest du mehr Spieler? Den Ah, wirklich? Null? So extrem?
Komm schon, Decker. Super. Boah, boah, ist sogar nicht schlecht. Ah, im Multiplayer kommt drauf an, wie man das gemacht hat. Also wie man was gemacht hat. Ja. Er kommt aber auf den Geschmack an, ne? Nein, geh weg, Kevin. Was? Geht weg, wo bist du? Ich will meine. Nein! Bist du tot? Ich wollte nur meine neue Shotgun. So. Nachgeladen? Ja, ganz. Okay. So. Ne, wie findest du alles mal? Also, ich find Multiplayer eigentlich gar nicht so schlecht. Also so 7,5 oder so würde ich den schon nehmen. Oh ne, jetzt hab ich die Elektrowaffe. Hier trennen ja sich die Kämpfer ja von den. Ich verbessere die immer, mal schauen, was passiert. So, wie gesagt, also Multiplayer finde ich meiner Meinung nach eigentlich recht gut. Nur irgendwann, ich find's irgendwie. Es war wie bei Ghost so. Du konntest Spiele spielen, hattest solche Punkte gehabt und konntest dann die Waffen einfach freischalten. Per Punkte, gegen Punkte. So, das finde ich doof. Weil ich weiß nicht, MW3 musstest du die ja aufmotzen. Musst ja hochleveln, damit man eine goldene Tarnung kriegst oder mal aufsetze bestimmtes Level. Das fand ich cool. Das wäre immer Spaß. Wenn du zum Beispiel eine Waffe haben willst, du willst auf die willst die Waffe unbedingt haben. Also nehmen. Da. Aber bei Ghost zum Beispiel hier bei AW kannst du einfach gleich mal die besten Waffen kriegst du ja gleich am Anfang, ja. Das ist ja der Witz, ne? Ja, das Ball ist 27. Ja, das sind die besten Waffen, ne? Das ist halt einfach so. Und die kriegst du gleich am Anfang. Das finde ich toll gemacht. Ja, positiv, ja. Das war der letzte Nachladen und ich weiß, was du meinst, aber du willst ja auch eine Herausforderung haben und nicht gleich die besten Waffen gleich am Anfang. Das ist der Nachteil halt, ne? Ja, das ist scheiße. Naja. Auf jeden Fall, DSC ist, würde ich sagen, DSC ist wirklich gelungen. Ja, DSC ist gelungen, aber da kommen wir zu einem extra Kosten? Ja, das können wir ja auch noch machen. Das ist eine gute Idee, Kevin, danke. Auf jeden Fall, Multiplayer, was sagst du dazu? Also ich finde, der Multiplayer ist, das ist eigentlich sehr gut. Also, ganz schön ein bisschen besperren, außer jetzt heute, die hessischen Kämmer die ganze Zeit, aber naja. Was kann man denn da machen? Nichts. Man kann die ja nicht irgendwie. Ich sag dir, ich sag euch, was du gesagt hast. Ich hasse Camper. Das ist. Mann, wir haben Hyperschutz. Es ist immer normal. Die campen so rum, sogar in Gebüschen campen die. Das ist abnormal. Also, das ist scheiße. Das ist doch kein Call of Duty spielen mehr. Das ist doch Müll, ist das. Ja, aber ich finde. Ja, auf PC. Ja, auf PC. Das war eine Katastrophe. Ich sage euch, das war eine Katastrophe. Okay, aber die zweite Runde lief besser. Ja, aber. Ich schwitze wegen meines Schießens, richtig aus. Korben. Wir nehmen hier Angriffsrohr, ich hab schon geschützt. Ja, also, ich bin ja noch Neuling vom PC aus. Deswegen. Aber ich hab mich eigentlich gar nicht so schlecht geschlagen, oder? Nee, also ne, wie ja, wie heißt er? Oh. Ah, Tobias. Und jo, und was du hast ja ein Spiel gekauft. Was ist es denn für ein Spiel? Das wollte ich eigentlich nach. Achso, okay. Und wie fandest du die Charaktere da drinnen? Es gab ja auch bestimmte Charaktere bei der Story. Achso, wie waren die für dich? Jetzt? Wo? Call of Duty Charakter gesehen habe. Also, wie man selber gespielt ist, sonst habe ich. Ja, was ist mit Black Ops 2? Was ist mit Black Ops 1? Da konntest du ja auch Charaktere sehen und spielen. Ja, aber Black Ops 2 hast du gespielt. Da konntest du ja in Mason seinen Sohn spielen. Die konntest du ja auch selber sehen, den Sohn. Also ist schon. Okay. Naja, wie fandest du die Charaktere da drin? Lieb, und so lieb, Charaktere, sehr lieb, kommt und böse. Der Betrachter. Wo hast du denn hingeguckt, Ors? Ich bin ein Meisterschütz. Was ist los mit meinem ja, da ist es schwer. Schwer. Aber wenn wir so einen blöden Akzent wie wir noch haben, ist sächsischer Akzent. Das ist ein anderer Scheiß.
Das klingt für die anderen als, was weiß ich, keine Ahnung, naja. Gehen wir mal ein. So, wo waren wir stehen geblieben? So, und das ganze Spiel allgemein jetzt so, also, so wie gesagt, Zombie. Cool. Ich hab vergessen, Multiplayer auch gut. Extra Überleben. Ah, extra Überleben ist nicht so meins. Geht so. Also, ist nicht so meins gewählt. Ja, geht, aber ist nicht meins. Also, ich sag so MW3, was ich heute gespielt habe, PC. Das ist da wirklich. Naja. Und so allgemeines Spiel. Also, ich würde von. Wow! Von, wow! Nein, sterbe! Nee, warte noch so. Ich würde das Spiel. Ich würde das Spiel. Von 1 bis 10 würde ich das Spiel. Oh. So eine 8,4 geben. Ja, da wollen wir trotzdem noch mehr, aber. Auf jeden Fall. Insgesamt würde ich. Ja. Meiner Meinung. Ja, meine Meinung. Also ich würde jetzt erstmal weitermachen mit Exo 2, Exo Überlebenskampf, weil er schon früher draußen war. Ja. Da war er mit gleich am Anfang. Ja. Wie fandst du den? Also ich fand den. Ah ja, es war. Wie gesagt, es war ja nicht so wie bei Exo 3. Ja. Das kann auch nicht so sein, weil es ein anderes Spiel. Hat einen anderen Titel. Ja, ich sag ja. Aber MW3, das ist ja das erste Call of Duty. Was Überlebenskampf gemacht hat, ja. Weißt du? Okay. Deswegen. Ja, also ich würde den so 7,5 oder 8,5 irgendwie so. In den Flächen Raum geben. Ja, wie gesagt, ich fand nicht so besonders den Überlebenskampf. Also ich fand den wirklich nicht so toll, meiner Meinung nach. Also vor allen Dingen konnte man sich eine Karte dazu verkämpfen, dass die Goyas die hochkommen. Ja? Ich fand ihr. Das war doch das geil. Ja, klar war's geil, aber die Haus noch gefehlt, weißt du? Ja. Aber ich meine, wenn du mal Ruhe von den Viechern brauchst, ne? Ja. Ich weiß schon. Aber. Wie gesagt. Und das Endergebnis von vom Spiel? Wir haben doch noch. Kevin. Zeit? Wir haben noch Zeit und noch Exo-Zoll. Geld. Geld haben wir nicht, aber Zeit. Erledigt. Also Exo-Zombie. Es ist der Exo-Zombie ist. Scheiße, der Exo-Zombie ist hier wirklich schwer. Ja. Also. Es ist wirklich. Wow. Es ist ja wirklich. Sehr schwer. Also das hätte ich nicht gedacht, also die Tree Arch Entwickler macht das ein bisschen einfacher. Weil, ich weiß nicht. Hier sind die Zombies so stark und ein Schlag da drinnen, da bist du halt tot dort drin. Was ist der Witz da dran? Alter, und hier ein Schlag, da ist man schon infiziert. Ja, was ist das wieder ein Scheiß? Moment, noch nicht, mach! Boah, Alter, halt! Zombie! Wo zur Hölle hast du einen besseren Schützen gesehen? Nachgeladen? Nö, du hast eine Armbrust. Extra Zombie für sich so. Nett! So 8. Ja, nur 8? So wenig, ich kriege noch mehr. Also dafür mir kriegt er eine 9. Ich will Richtung 10, weil er ist wirklich geil. Der finde ich wirklich der Armor. Oh ne, EM1, das kannst du vergessen. Ich mach das hier nicht. Du machst mal Exo, das ist Level Runde 10. Ja, das müssen wir langsam holen. Könnt ihr Penner mich kurz? Es ist immer verloren. Muss nachladen. Immer so, nö. So, und ich das komplett. Ich geh gleich. Was würdest du den kompletten spielen? Erledigt. So, wie gesagt, ja, Kevin. Bitte. Oh Mann, ich hab das Licht gesehen. Geh nicht weiter, wir bleiben hier. Weiß er.
nett. Ah, ja, ich wie gesagt, ich würde 8,5 würde ich geben von 10. Okay. Also ich meiner Meinung nach. Du? So, in die Richtung, oder? Ja? Ja. Okay. Und jo, Battlefield Hardliner wird auch kommen. Hardline? Ne? Doch, ich war hier gerade. Ja. Ich bin im Spiel gerade bei Ne. Oh, das gibt's doch nicht, Kevin. Wo ist der Nexus? Hab ich. Komm! Bitte! Bitte! Danke! Das dreht einem den Magen um. Hol dir gut, Exo! Was? Das ist scheiße! Ach nee. Ja! Ihr müsst alle sterben! Ja. Ein übrig lassen! Einen übrig? Boah, Alter, Junge! Lol! Was war das denn jetzt? Ich hab so, jetzt übrig lassen! Hast du gesehen, das sah lustig aus! Ich muss schon mal eine Aufnahme sehen, ey! Oh, aber... ja, pardon. Wo ist denn hier, Scheiße. Wo ist denn hier, 3D-Drucker? Ich wollte nochmal hin. Ich weiß nicht, ja. Oh, was los? Ich nee. So, Leute. Wir sind schon Runde 11. Und wir müssen mal Rekord knacken, 21. Ja, ist es immer noch dort? Und hier? Nee. Nee, diesmal ist es nee, aber wo ist das denn? Ach Leute. Mensch. Wow. Ich trinke mal einen Schluck, okay? Ja, trink einen Schluck. Trink! Leute. So. Wem ist erkrankt? Erkältet. So. Ich muss sagen, die Waffe ist gar nicht so schlecht, ne? Gut. Die AE4. Ja, cool. Ja. Also wenn man die aufgemotzt hat. Oh, hier ist er doch, der Zombie. Ey, der klettert hoch. Lustig. Ich mobb den grad übel. Ja, cool. Wow. Alter, wo... Ah, ich jetzt mal, wo ist das? Keine Ahnung. Hier! Okay. Wird hier aufgemacht. So. Wir wollen jetzt ja weiterkommen. Mal schauen, wie es jetzt gelingt. Uns gelingt. Und es war nicht. Cool. So. Spielst du eigentlich Ton oder ohne Ton? Mit Ton oder ohne? Ohne Ton. Keine Ursache. Gucken, ob ich dann so hätte. Ja, ach, genau. Gut, dass du mich drauf mich Achtung, hinter dir. Hingeleitet hast. Der Ton bei AW, da ist so geil. Also das ist hier, wie die Waffen schießen und wie die rumspringen die Exos, ne? So richtig genial gemacht, also. Bitte! Danke! Scheiße, mach's klar. Komm zu mir, genau, Zombies, komm zu mir. Mach's drauf. Ah nein, Exo kaputt! Ach du, hinter dir, weg! Ah ja, das ist gerade knapp, ne? Hier schon zu Hause. Wow! Ach du Scheiße! Sag gerade, da war hier perfekt in dem Moment. Oh, meine sind leer. Scheiße. Ja, meine, ich hab gar keine. Lade nach! Gut gemacht, Leute. So, und es war Licht. So. Flachwind. So. 750. Kostet so, sag mal, ich das Geschütz rausstellen soll, ne? Ja, meine Drohne ist noch am Arbeiten gerade. Brauchen wir noch. Hunde! Scheiße.
kannst du dann in Massen schießen. Ach, das ist geil. Halt ihn. Oh, hab ich gerade Schreck. Arsch, oh. Ball nachgeladen. Hey, nimm, Ja! Was? Ah, komm! Ja, was? Glaubst du mir die Würde oder was hier? Fang mal. Ja, ist liebe Leute, der WM geht mir gar nichts. Es ist einfach so. Ist zu. Und WM stirbt. Keine. Ja. Schön, ich bin tot. Kommt einer von hinten, ey. Na, schon wieder 14. Irgendwie ist der 14 Pechzahl. Oder unsere Glückszahlen. Ja. So, wollen wir die Folge weitermachen oder wollen wir jetzt damit aufhören? Ich würde sagen, wir sehen uns. Folge, Leute.